Herzlich willkommen in Anis Welt. Um der Degeneration der Menschheit, die vor ca. 10.000 Jahren stattfand, entgegenzuwirken, blieben nur wenige weise Menschen, die sich ihre Fähigkeiten bewahrten, übrig. Um den Zugang zur universellen Weisheit für die heutigen Menschen zu erhalten, suchten sie einen Weg, dies umzusetzen. Dolmen. Dolmen sind spezielle Einrichtungen dieser Art. Dolmen wurden zu diesem bestimmten Zweck aus großen Steinplatten, Monolithen, errichtet. In der ca. 2 bis 3 Meter großen Kammer, die dadurch entstand, wurde nur eine keilförmige Öffnung von ca. 30 cm Durchmesser gelassen. Diese 30 cm Öffnung hatte einen genau passenden Verschluss. Menschen, die sich ihre Fähigkeiten bewahrt hatten, die universelle Weisheit des Weltalls zu nutzen, ließen sich in diesem Dolmen zum Sterben nieder. Die vollkommenen Menschen, die als solche auch anerkannt wurden, gingen in eine ewige Meditation ein. Ähnlich wie beim Samadhi. Samadhi ist eine ebenso alte Technik aus Indien, die dazu dient, als Wissensbewahrer und Genpool der Menschheit zu fungieren. Ebenso erfüllen die Dolmen als Wissensbewahrer dieselbe Funktion. Der Tod in diesen Dolmen wird als ausgesprochen ungewöhnlich und als sanft geschildert. Ihr gesamtes Wissen und ihre Weisheit ging während des Sterbens in den Dolmen über. Somit können sie mit dieser Energie der Nachwelt einen wertvollen Dienst erweisen. Die mit diesem Wissen geladenen Steine geben dem Menschen, der sie aufsucht, ihr Wissen an ihn weiter. Um in den Genuss dieses Wissens zu kommen, ist es notwendig, sich auf die Suche des Sinn und Zwecks der Existenz zu machen. Dadurch entsteht der Wunsch, die Wahrheit ihrer ursprünglichen Ursprünge zu verstehen. Um Antworten zu erhalten, sollte ein Dolmen aufgesucht werden. Die Antworten werden kommen, entweder sofort oder aber mit Verzögerung. Auf jeden Fall wird die Antwort erfolgen. Die weisen Menschen, die sich in diesen Dolmen begaben, stellten sich als Informationsempfänger und Sender aus diesem Grund zur Verfügung. Die folgende Meditation soll es dir erleichtern, dich auf eine Dolmen-Meditation einzulassen. Suche einen Dolmen in der Nähe deines Geburtsortes auf. Lasse die Umgebung auf dich wirken. Die herrliche Natur um den Dolmen herum. Nehme die Geräusche wahr und atme tief ein. Umkreise den Dolmen ganz langsam dreimal in Sonnenlaufrichtung. Überlege dir, was dich in deinem Inneren bewegt und formuliere deine Frage an den Dolmen. Stelle dir so genau wie möglich deine Frage vor. Verwende die Bilder und Gedanken in deinem Kopf dazu. Bekleide deine Frage erst später mit Worten. Atme mit jedem Schritt tief ein und langsam wieder aus. Streife dabei die Gedanken an deine Alltagssorgen ab. Wenn Gedanken dazu auftauchen, schaue sie an und lasse sie wieder los. Die Ruhe der Umgebung und des Dolmens bereiten dir ein warmes, vertrautes Gefühl. Du fühlst dich wohl und geborgen. Nun nimmst du an einen Stein des Dolmens Platz. Du berührst ihn mit deinen Händen. Schließe die Augen und lasse dich ganz
auf diesen wundervollen Moment ein. Spüre die Wärme, die der Dolmen ausstrahlt. Du spürst die universelle Energie, mit dem der Stein aufgeladen ist. Ein Gefühl, als würden wärmende Sonnenstrahlen deinen ganzen Körper durchfluten. Schließe die Augen und gehe ganz ins Gefühl. Nun ist der Zeitpunkt gekommen. Stelle laut oder in Gedanken dem Dolmen deine Frage. Wiederhole die Frage. Spürst du den Wind? Streicheln Sonnenstrahlen deine Haut? Fühlt sich der Stein wie Butter an? Fühlst du, was seit Jahren verschüttet lag? In diesem Moment tauchen Antworten auf deine Frage auf, in Form von Bildern, Geräuschen oder Gedanken. Nehme diese Antworten wahr und bewege sie in deinem Herzen. Bedenke, sollte die Antwort nicht sofort eingetroffen sein, wirst du sie in den nächsten Tagen erhalten. Auf jeden deiner Fragen eine Antwort wünscht dir Ani. Ich hoffe, mein Beitrag hat dir Freude bereitet und du bist auch bei meinem nächsten Beitrag wieder dabei.